Hey Leute, willkommen zurück hier in der Kampfzone bei Elite Dangerous und weiter geht's. Da ist die Bull schon wieder. Ah, oh, die Bull hat doch noch nicht genug. Dachte wieder in der letzten Folge, die haut wieder ab. Die scheint Terminal Attack Waffen zu haben. Ah, bleib hier. Ah. Das ist mit der Fighter 4,5 Kilometer weg. Was macht die denn schon wieder? Legt sie sich allein mit der Anaconda an? Ja, ich dachte es mir. Jetzt weiß ich, warum man so viele Fighter dabei hat. Geh endlich kaputt! Oh, endlich. Nochmal zur Vulture, die hält auch mal gut, ganz gerne einiges aus, wie ihr seht. Und düppelt ganz gut. Komm jetzt her. Hau mich wieder ab. Oh, endlich ist sie kaputt. Nehme ich doch lieber die Anaconda. Ah, der hat gar nicht mehr so viel Schild. Ah doch. Ich glaube, die schildet sich gerade ein. Ist er weg? Och nö. Ah, da ist er wieder. Okay. Der hatte wahrscheinlich gerade einfach ein, zu dem... Was? Achso. Der hatte wahrscheinlich gerade einen Kühlkörper gezogen und war deswegen so kalt, dass sie auf dem Radar verschwunden ist und aus meiner Anzeige. So, Freundchen. I'm taking damage, Commander. Performing evasive maneuvers. Wir laden gleich mal die Mehrfachgeschütze auf. Es ist auch eigentlich ganz selten der Fall, dass mal ein bisschen Langeweile aufkommt in den Kampfzonen. Weil immer wieder Schiffe nachspawnen und die auch eigentlich recht fair verteilt. Also mittlerweile ist es fast selten, dass das eine Seite so ein bisschen die Oberhand gewinnt. Früher konnte man das gut machen. Bist du einfach rein mit deinem fetten Kampfschiff, mit der Anaconda war das dann zu der Zeit. Einfach die ganzen Gegner nacheinander weggeholzt, da konnten die noch nicht so gut fliegen. Und irgendwann gab es halt keine Gegner mehr. Da kamen da mal irgendwie zwei Gegner rein, da sind alle NPCs plus man selbst auf das Schiff drauf. Under fire, hull at 50%. The ship's taking a beating. Not sure how much more of this I'll be able to handle. I can't find any trace of the fighter. Think it's down, sir. Muss ich mal ganz kurz mein eigenes Schild aufladen. Direkt noch eine zweite Schildzelle gezündet. So, weil der Kühlkörper noch das Schiff weit runtergekühlt hatte, da hat es sich gerade gelohnt. So, ist denn der Fighter noch aktiv? Der ist schon wieder kaputt. Ach Mädchen, was machst du denn? So, absetzen. 34% hat sie. Hätte schon mehr, wenn sie nicht irgendwann sterben würde. Ah genau, nach der ASP machen wir erstmal die Munition wieder klar. Okay, die kleinen Mehrfachgeschütze sind so gut wie alle. Okay, die sind gleich alle. Was das? Komm, geh hoch. Okay. Synthese. Ich hoffe, ich habe dafür noch... Kann ich auch das noch machen? Zweimal Selen. Ich brauche unbedingt Selen und Zirconium. Phosphor. Na gut, da komme ich ran. Zink und Eisen sowieso. Gut. Noch eine ASP. Ohne ASP Scout. Mal schauen, was die so dabei hat. Hui. Da war sie weg.
wann ich das letzte Mal in der Kampfzone war. Ist das schon ein Jahr her? Ich habe keine Ahnung, das ist echt ewig her. Ich habe mich da nicht großartig drum gekümmert, seitdem wir den Elite-Rang haben. Oh, nö, 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 nö. Mit einer Wohlschau lege ich mich jetzt nicht nochmal an. 24.000 gab die ASP. Scout, okay. Gibt auch irgendwo eine Liste, wo ihr sehen könnt, wie viel Geld halt jedes Schiff in so eine Kampfzone bringt. Cobra. Es macht auf jeden Fall echt Laune, hier rum zu fliegen. Ah, shit, zu spät. Kann man auch viel übers Kämpfen und übers Fliegen an sich lernen. Wenn die Gegner so an einem vorbeirauschen, wie man sich da am besten verhält. Das war gerade zum Beispiel sehr, sehr dumm, was ich gemacht habe. In den großen Kampfschiffen ist es eh so gut wie nicht möglich, hinter die kleinen Schiffe zu kommen oder überhaupt hinter die anderen Schiffe. Aber mit der Vulture könnte... das war aber knapp. Gehörst du zu mir? Ja, das ist einer von mir, okay. Mit der Vulture könnte man dann noch andere Taktiken zeigen. Schon kaputt? Nee, aber nicht die hier. Die hat einen alleine abgeschossen? Für 20.000? Boah. Ich bloß für 16. Ist ja nicht schlecht. Halt. Ah, das ist die Vulture. Ne. Die ärgert mich zu sehr. Das möchte ich jetzt nicht. Gut zu wissen, dass ich Selen brauche, um die Munition wieder aufzufüllen. Zumindest das zweite Paket. Wie heißt das? Standard, Premium und... nee, das ist schon Standard. Okay, einfach. Okay, das war's. Enemy destroyed, Commander. Eine fiese Anaconda, die mich sogar schon angreift. Gucken, ob ich der das Kraftwerk kaputt machen kann. Oh. Huch. Na toll. Ich wollte mich so schön an der vorbeimogeln, damit ich dann tatsächlich von hinten erwische. Aber bin leider voll in die reingekracht. Na gut, Kraftwerk ist auf jeden Fall kaputt. Das hat ja gut geklappt. Das war jetzt mal eine andere Methode. So. Okay, mein Connor kaputt. Interface auch. Ah, dann greift mich an. Viper und noch eine andere. Hui. Taking damage. Hull integrity down to 50%. Was ist das? The ship's taking a beating. Not sure how much more of this I'll be able to handle. I can't find any trace of the fighter. Think it's down, sir. Boah. Guck mal, Plasma-Schüsse mit dabei hier. Wahrscheinlich das andere Schiff, was mich da gerade noch angegriffen hat. Und jetzt bleibt doch mal hier. Rückwärts.
gehen mir noch zwei andere Schiffe auf den Sack. Okay, Commander. Initiating SLF deployment. Telepresence online. Awaiting your orders. Nein, keine Rakete. Okay, ich glaube, die Schiffe haben... Nee, doch nicht. Die Viper geht mir auf den Sack. Fighter lebt noch, ja. Gerade ist abgesetzt. So, na, warte, Bürschchen. Du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, Mann. So. Huh. Kühlkörper habe ich bloß noch einen, okay. Nehme ich direkt mal in Verbindung mit zwei Schildzellen wieder. Das ist eigentlich ganz gut, wenn die erste Schildzelle relativ weit hoch ist mit der Hitze, den Kühlkörper und danach, so wie jetzt, nochmal die nächste Schildzelle, die geht dann bloß bis auf 114%, waren das gerade. Hätte ich gar nicht machen sollen. Ich sehe gerade, das Schild war schon gut genug aufgebaut. Nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Die Musik finde ich gerade ganz fetzig im Hintergrund. Bisschen wie Star Wars. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Verkehrtes, aber es hörte sich ein bisschen so an. Denn aus? 736.000. Geht ja. So, ein Vulture. Cobra. Oh, da unten. Viel zu weit weg. Das ist nur eine kompetente Cobra. Vielleicht haut die nicht so schnell ab. Vielleicht hält die auch gar nicht so viel aus, dass die abhauen könnte. Strike one bad guy. Gibt die noch? Ja, ne? Schon wieder 5 Kilometer weit weg. Da hat er irgendwas abgeschossen. Ist aber geil, dass sie tatsächlich alleine auch Leute abballern kann mit dem kleinen Fighter. Oh Gott, ich bin froh, dass die NPCs hier keine Fighter dabei haben. Das wäre ein totales Wirrwarr, wenn die alle noch ihre Fighter dabei hätten. Okay, den Meister Vulture, die kriegen wir auch noch platt. Die haut gerade ab. Ist noch irgendwas in der Nähe? Nö. Die ist auch da hinten. So, retten wir mal die Pylon, die da oben auf unserer Seite ist. Die wurde gerade hier von drei Leuten verfolgt. Einmal der Bullshit, einmal die anderen beiden, wahrscheinlich die Cobra und noch, ja, noch mal irgendein Cobra oder sowas. Ist weg. Okay, der Fighter geht mit drauf auf die Vulture. Hier geblieben. Reicht nicht, oder? Doch, reicht. Ha! Hui! Schade, gerade keine größere und schade auch leider keine Clipper oder keine Corvette hier unterwegs.
Einmal hatte ich die irgendwo mal in der Kampfzone gesehen. Doch, also ist das gar nicht ein Jahr her. Da gab es die Schiffe nämlich noch gar nicht. Einmal hatte ich die irgendwo gesehen in der Kampfzone. So, ab zum nächsten Schiff. Keine Müdigkeit. Komm, wir machen heute noch die Millionen voll und dann soll es das gewesen sein. Ich fliege dann wahrscheinlich wieder zurück in die Blase. Gib das hier noch ab. Hol die Anaconda dort auf dem Weg irgendwo ab. Irgendwann mal ein Video gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das finde bei meiner Playlist oder irgendwo. Auch hochgeladen. Irgendwie 100 oder 110 Explosionen in irgendwie 3 Minuten oder so hieß das. Mit ein bisschen Musik unterlegt. Da geht's bloß bum 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 bum. Wo man die ganzen Schiffe nacheinander explodieren sieht, ist eigentlich ganz fetzig gemacht. Muss mal schauen, wo ich das vergraben habe. Falls ich es finde, verlinke ich es euch mal. Oh, Verbindungsfehler. Ey, komm, ich bin ja noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, wir hatten mir so viel geschrieben, aber das ist unsere Fighter-Pilotin. Lisette, kommt jemandem der Name eventuell bekannt vor? Na, okay, jetzt bin ich auf Einzelspieler gekommen, ist auch egal. Lisette. Hat's mich rausgehauen. Na sowas. Okay, der Fighter ist sogar noch aktiv. Geil. Da war direkt nochmal eine Python. Okay, wir machen auf jeden Fall die Million noch komplett. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal wieder 2 Folgen hier aus so einer Kampfzone. Hatten wir lange nicht. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und... Achso, wir können ja eigentlich mal gucken. Okay, die ist bei 53%. Also es dauert schon ein bisschen, ne? Die ist nur noch oft gestorben vorhin. Hat aber auch alleine schon 2-3 Schiffe kaputt gemacht, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Das ist noch ein Typ 9. That's one for me, Commander. Das ist noch eine Python gewesen. Schnappen wir uns gleich. Na komm, explodier noch. Okay. Python noch und dann ein anderes x-beliebige Schiff und dann haben wir die 1 Million zusammen. Ich glaube, ich fliege dann erstmal in die Founders World und baue mir dort im Jameson Memorial eine schöne... halt. Na komm. Eine schöne Vulture zusammen. Unterwegs. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Genau, die wollte ich eigentlich nicht zum Schluss. Da die unter Umständen nochmal Probleme bereitet. Bleib hier. Bis das letzte Schiff für heute. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Was soll's? Ist das die Vulture?
hoffe, die geht sachte mit... Okay, die Scheißwulche haut wieder ab. Ich hab's gewusst. Sorry, der vertraue ich nicht meine Korvette an. Okay, gut, die ist jetzt im Fighter. Huh. Oh, diese Kack-Vultures, ey. Mann. Hau bloß nicht wieder ab. Komm schon, Lisette, mach mal was. Ja, ich kann auch doppeln. Weniger friendly fire. Bin ich sie aus Versehen getroffen oder was? Wollte ich natürlich nicht. Jetzt verreckt doch endlich. Komm schon, geh kaputt. Ja, nice. Gut, zusammenpacken. Strike one bad guy. Ja, der Fighter ist mir auch egal. Ich weiß, der wird wieder zerstört. Ich glaube, ich habe schon mehr Fighter dadurch verloren als durch den Kampf. Wobei das eben gerade ganz schön reingehaut hat. So, 1.052.000. Wunderbar. Da. Obsidian Orbital. Ist jetzt auch nicht so übermäßig weit weg, aber da fliegen wir noch hin, holen noch die Belohnung wieder und dann hat sich's für heute. So. Naja, wie gesagt, ich drehe dann den Rückweg schon wieder an, werde dann bis hier hinspringen, die 13 Sprünge zurück und die Anaconda holen und dann hier hinten irgendwo, hier ist die, da ist die Faunus World, Shinratra, Rata, Desra. Auf 60%. Jetzt steht nicht da, welcher Rang als nächstes kommt, sonst stand das immer da. Achso, nächster Rang. Jetzt steht es da unten, kompetent. Na gut. 2,5 Millionen hat die schon erhalten. Wäre halt geil, wenn ich für das Geld, was die bekommen, also für den, durch den Prozentsatz, wenn ich die dadurch vielleicht irgendwie ausstatten könnte oder so. Ich meine, was... Ja, okay, dass die bezahlt werden müssen, okay, aber... die haben ja nichts davon. Die virtuellen Armschweine. Können sich ja da auch nichts von leisten. Naja, haben wir die Abschussquote ein bisschen erhöht. Kampfbelohnung 5.500. Hey, da würde mich mal interessieren, wie viel Zeit ich schon hier mit Kämpfen verbracht habe. Oh Gott. Wir probieren das mal. Wir bauen uns mal eine Vulture zusammen. Und schippern die dann auch nach, oder fliegen die selbst nach Toluku und probieren dann dort mal im Abbaustandort so ein paar Piraten zu grillen. Muss ich mich wahrscheinlich erst wieder dran gewöhnen, die kleine Bestie. Wobei die halt am besten natürlich auch beim Ingenieur so ein paar Upgrades bekommt. Auf jeden Fall das Kraftwerk-Update, was wir Gott sei Dank machen können. Zumindest dieses erste, dass die wenigstens ihre 10% mehr Leistung bekommen. Und dann wäre natürlich was für die Waffen nicht schlecht, ne? Für die Laserwaffen.
Vielleicht baue ich bei der mal zwei schöne Laserwaffen dran, die nicht Gimbalt sind. Wo ich halt selber gut zielen muss. Das wollte ich eh mal ein bisschen mehr üben. So. Ja, das sieht halt auch geil aus, ne? Alles so schön blau angestrahlt. Auch mal wieder was anderes. Achso. Von vergessen, das Licht wieder anzumachen. 1000 Meter vom Touchdown. Es gibt noch eine Sache, die ich unbedingt mal mit einem ganz kleinen, günstigen Schiff probieren möchte. Innerhalb einer Station. Müssen wir mal gucken, wo wir es uns vielleicht nicht verscherzen. Mit einer Fraktion. So. Landing complete. Dispatching ground crew. Be advised, Commander. There is a state of uprising in this system. Be careful who you side with. Interstellar Kontakt. Ah. Okay. Dieses Interstellar Factors Kontakt hatte ich bisher nur auf Bodenstationen gesehen. Da könnt ihr halt Kopf, galaxieweite Strafen, Kopfgelder, alles mögliche einfordern. Bekommt aber halt 25% weniger oder müsst für Strafen 25% mehr bezahlen. So, und ich gehe mal von aus, dass das nicht zuzählt. Nö. Ja, nur Bounties. Okay, schade. Das ist echt schade, dass es leider nicht so gut klappt. Es gibt natürlich noch. Ich habe das nicht probiert. Das fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt ja hier unten noch so einen anderen Planeten. Den hier. Der ist nur 300.000 Lichtsekunden entfernt. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, um eventuell dort nochmal zu schauen, ob der bessere Abbauzonen hat hier am schwarzen Loch. Hier ist ein kleines schwarzes Loch. Schwarze Löcher. Und... könnte man natürlich probieren. Ich glaube, ich probiere das nochmal, bevor ich wieder zurückspringe. Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich glaube, ich probiere das direkt nochmal. Na gut, wir machen dann beim nächsten Mal irgendwo weiter. Lasst euch überraschen, wo wir dann sind. Ich weiß es selber noch nicht genau. Und ja, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.